zusammengesessen. In der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen. In der dritten Hütte hab ich sie geküsst. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Nee, ist klar. Keiner weiß, was dann geschehen ist. Ich weiß, was dann geschehen ist. Ihr wisst auch alle, was dann geschehen ist. Gebumst hat er in der vierten Hütte. Alle mindestens 4 Kilometer auseinander. Das heißt, Heino jagt diese arme Frau 12 Kilometer die Berge rauf und runter, hat die auf 3 Hütten geprügelt. In der vierten kommt die wieder raus. Das ist ja ekelhaft, Thomas. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist das für eine Frau? Ne? Was macht die so beruflich? Ne? Ja, ich habe viel Zeit, da kann man da lange drüber nachdenken. Aber du brauchst gar nicht überlegen. Heino erzählt dir das alles selber in seinem Machwerk. Hier, hör mal. Wenn es sonntags früh um 4 die Sonne aufgeht und das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht. Sonntags um 4! Das heißt, Heino vergeht sich an einer am Wochenende schwer schuftenden Frau, die eine Kombination aus Nacht- und Frühstück, wahrscheinlich alleinerziehende Frau, die er vorher aus 3 Hütten geprügelt hat, in der vierten fällt er über die Erde. Jetzt habe ich mich gefragt, was steht denn so eine Frau auf? Die wird doch mal duschen und einen Kaffee trinken. Die steht doch mindestens um 3 Uhr auf, das musst du dir mal reinziehen. Die steht sonntags morgens um 3 Uhr auf und Heino lauert schon. Daher auch diese Stielaugen. Und wenn Heino sagt, wenn ich am Abend zu viel getrunken habe, dann macht ja nichts, ist ja egal, irgendwann geht die ja nach Hause, dann rennt sie mir eben am Abend vor die Flinte. Er weiß genau, dass er die normal sieht. Hier. Beim Alpenglühen. Jetzt habe ich mal nachgeguckt. Alpenglühen in der Schweiz ist nur im Sommer. Im Sommer geht die Sonne aber nicht vor 22 Uhr runter. Das heißt, Heino, die Frau ist um 3 Uhr aufgestanden. Heino vergeht sich an einer 19 Stunden schwer schuftenden Frau, die einen 12 Kilometer Gepäckmarsch hinter sich hat. Die Polizei sagt, oh, das morgens, Herr Heino, Sie Ferkel, was haben Sie denn da wieder gemacht? Und Heino sagt, ich kann mir ja nichts ändern, ich war nämlich blau wie der Enzian. Und ich sehe, wie die Frauen gucken, die sagen, das sind die Männer alles Schweine, haben wir doch immer gewusst. Aber es gibt zumindest eine Frau im deutschen Schlager, da ist auch nicht alles in Ordnung, wirklich. Das stimmt auch was nicht. Gut, das Lied kennt ihr jetzt nicht. Das ist so niveaulos, das ist unterste Schublade. Dann spielt man nachts um 3 in Duisburg auf Schützenfesten, damit der letzte Penner von der Sektbar abhaut. Das habt ihr noch nie gehört, aber seid mal tolerant und hört euch einfach mal unverbindlich an. Hier. Du hast mich tausendmal. Sag mal, was ist denn mit der? Ja, er beruhigt euch jetzt. Was ist denn mit der los? Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal verletzt und ihr habt einen Spaß dabei. Meinetwegen kann jeder im Schlafzimmer machen, was er will, auch Shades of Grey nachspielen, aber die sollen mir da nicht vorsingen. Vor allen Dingen, wieso denn immer alles gleich tausendmal? Hab ich gedacht, ist das eine Sekte oder hat die einen an der Waffel oder was? Habe ich mir ein anderes Lied von der heulen Boje angehört und tatsächlich schon wieder hier. Die Gefühle haben Schweigsicht, was ich für dich fühle, zeige ich nicht. Tausendmal hast du mich berührt und jetzt hast du mich verabschiedet. Was ist los? Nach der tausendsten Berührung passiert erst was? Wenn man eine Frau, die sich tausendmal belügen, tausendmal betrügen und tausendmal angrapschen lässt, ich brauche die Adresse von der Alten. Das ist eine Frau zum Heiraten. So, dann kriegst du doch auf den freien Markt gar
mehr. Höchstens im Katalog. Weil Lothar Matthäus war, ob der da eine Adresse hat. Ich meine, ich will nicht so tun, als hätten wir Männer da nichts zu tun. Wir Männer kennen das auch mit tausendmal. Wir kennen das auch. Aber bei uns Männern geht das anders. Bei uns Männern klingt das dann so. Tausendmal berührt. Da passiert gar nichts. Tausend und eine Nacht. Ja, so sind wir Männer. Nach tausend Tagen, nach knapp drei Jahren, sind wir bereit, mehr zu geben als eine Berührung. So sind wir Männer. Nicht wie Andrea Berg, die alles wegknattert hat, die bei drei auf dem Baum verschwunden ist. Ja. Da haben wir nichts mehr zu tun. Ich habe die angerufen, die Berg. Ich habe gesagt, soll ich dich aus deiner SM-Hölle befreien? Wisst ihr, was die gesagt hat, Katja? Hab ich ernst mit dir, bin ich abgehauen, ne? Das wollte ich nicht, ne? Aber gut, es gibt einen Schlager, der ist tatsächlich noch bekloppter. Das ist der Gipfel der Doofheit. Die Melodie habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das Lied kennt kein Mensch mehr. Der ist über 45 Jahre alt, der kennt kein Mensch. Aber hört ihn euch mal an, das ist wirklich der Gipfel, auch wenn er noch nie gehört hat. Hier, mach mal. Eine nicht, wenn er hinfällt. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich fang mal an zu flennen, wenn du draußen singst. Das ist mir doch egal, dann nehme ich einen Schirm und ich setze mir den Wagen, ihr Hund. Aber drauf wie Deutscher die Blitzbirne, sagt er ja auch sofort, warum du nicht heulen darfst. Hier! Es gibt einen, der zu dir hält. Es gibt einen, der zu dir hält. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Ich komme montags morgens aus dem Haus, es regnet wie eine Sau. Ich darf aber nichts sagen, weil ich weiß, irgendwo sitzt ja jemand und hält mir die Daumen oder was. Damit ich einigermaßen trocken durchkomme oder wie. Und das ist immer noch nicht der Gipfel, dann ein bisschen weiter in dem Lied kommt noch dicker. Hier, hör mal an. Nimm den goldenen Ring von mir. Ich lass mich nicht provozieren, ihr Pfeifen. Nimm den goldenen Ring von mir. Da habe ich nach wie nur einen goldenen Ring. Was ist das denn für ein Geizhals? Der Mann hat doch Geld genug. Und nimmt man 4,5 Karäter ohne Einschlüsse? Der Mann hat doch Geld satt. Der hat doch 9 Millionen Hits geschrieben. Habe ich gedacht, aber habe ich auch nur gedacht. Weil der Ring muss ein Vermögen gekostet haben. Der Ring kann Sachen, das kann man sich nicht vorstellen. Der CIA forscht und kriegt nichts raus. Das ist noch in keinem James Bond-Film vorgekommen. Der Ring kann Sachen, das rollt sich nächste Woche noch von hier. Bist du traurig, dann sagt er dir. Ja, jetzt dann! Suizidgefährdet. Ich kann nicht mehr. Ich bin fit und fertig. Ich will nur noch von der Brücke runter. Der Ring merkt, dass ich traurig bin. Ich gucke auf die Hand. Der Ring sagt, dom, dom. Und dann guck ich die Welt wieder super oder was? Was soll denn so ein Quatsch? Da singen die Leute seit 40 Jahren mit. Außerdem, sind wir uns darüber im Klaren, dass in einer Aufzählung auch das Verb im Plural zu stehen hat? Ja, da gucken jetzt viele Gesamtschüler und sagen, Verb, Plural, willst du mal deine Fresse, du Opfer? Es muss heißen Marmor, Stein und Eisen brechen. Aber Eisen bricht nicht, in Chemie hat er auch nicht aufgepasst, die Blitzbirne. Weißt du, was das Schlimmste ist? Sie wollen mal ganz leicht mitziehen. Thorsten, mach mal einmal den Refrain, damit die mitziehen. Mach mal einmal. Bist du traurig, so, jetzt wirft er einmal. Jetzt! Dann.